Hallo, guten Morgen. Wir werden uns heute mit vielen Themen auseinandersetzen, aber ganz sicherlich auch mit dem Thema Belarus. Denn das, was wir in Minsk erleben, dieses menschenverachtende System, das Flüchtlinge als Instrumente benutzt, um Druck auf uns, auf die Europäische Union auszuüben, hat sich in keinster Weise verbessert, sondern die Dinge sind in den letzten Tagen weiter schlimmer geworden. Lukaschenko verlangt von uns, dass wir alle Sanktionen abräumen. Wir werden unsere Antwort heute geben. Wir werden die Sanktionen weiter verschärfen. Verschärfen gegenüber Einzelpersonen, die an diesen Schleusungen beschäftigt sind. Wir werden auch darüber zu reden haben, dass harte wirtschaftliche Sanktionen unumgänglich sind. Und wir werden sowohl bei den Herkunftsländern uns darum bemühen, dass dort nicht die Passagiere in die Flugzeuge aufgenommen werden. Aber wir werden auch nicht umhin kommen, uns mit den Fluggesellschaften auseinanderzusetzen. Fluggesellschaften wie Turkish Airlines haben gezeigt, dass man sich auch fernhalten kann von diesen illegalen Tätigkeiten. Ich kann nur alle Fluggesellschaften auffordern, dem gleich zu tun. Wer das nicht tut, muss mit harten Sanktionen rechnen. Die Lage ist so dramatisch, dass sich auch die Versagung von Überflugsrechten oder von Landegenehmigungen im europäischen Raum nicht mehr ausschließen kann. Und wir werden diesen Weg der Härte jetzt weitergehen, weil es dazu keine vernünftige Alternative mehr geben wird. Herr Minister, auf beiden Seiten der Grenze stehen mittlerweile Soldaten. Wie hoch setzen Sie das Risiko? Nochmal, ich habe den Anfang nicht verstanden. Auf beiden Seiten der Grenze stehen mittlerweile Soldaten. Wie hoch schätzen Sie das Risiko einer militärischen Konfrontation ein? Wir sehen, dass die Soldaten auf der belarussischen Seite versuchen, den Flüchtlingen und Migranten den Weg frei zu schlagen, sozusagen. Ich glaube, dass auf der polnischen Seite es genug Besonnenheit gibt und Verantwortungsbewusstsein, sich nicht in eine gewaltsame Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. Man muss ganz klar sagen, die Probleme, die es an der dortigen Grenze gibt, gehen nicht von Polen aus. Sie gehen von Belarus aus, von Minsk und von Lukaschenko. Und deshalb hat Polen unsere ganze Solidarität in dieser Situation verdient. Herr Minister, was halten Sie von dem Angebot von Herrn Putin, jetzt irgendwie helfen zu wollen, obwohl er sagt, er hat damit nichts? Wenn Putin helfen kann, und er ist sicherlich derjenige, der am einfachsten in Minsk bei Lukaschenko seinen Einfluss nutzen könnte, um dieses wirklich menschenverachtende Treiben zu beenden, dann sollte er es tun, nicht nur darüber reden, sondern er sollte den Worten auch Taten folgen lassen. Wenn man heute Sanktionen verabschiedet, wie will man gemeinsam mit Belarus die humanitäre Notlage an der Grenze denn lösen? Wäre das nicht kontraproduktiv, weitere Sanktionen zu verhängen, weil sich dann Belarus weniger kooperativ bei der Lösung der menschlichen Notlage? Ich habe nicht den Eindruck, dass Belarus sich ohne Sanktionen konstruktiv verhält. Das ist in der Vergangenheit nicht so gewesen. Im Übrigen, der Ausgang der Sanktionen ist der Umgang mit der eigenen Bevölkerung in Belarus. Und daran hat sich überhaupt nichts verändert. Und deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, von den Sanktionen zurückzuweichen, die wir verhängt haben. Ganz im Gegenteil, wir sind noch lange nicht am Ende der Sanktionsspirale angelangt. Mr. Minister, you will meet today with the Eastern Partnership Ministers and your colleagues. What can you tell us about the future of this initiative for trio countries, Moldova, Ukraine and Georgia? Ich will erst mal sagen, dass die jetzige Bundesregierung, aber auch die zukünftige Bundesregierung den Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, fortsetzen wird. Die östliche Partnerschaft ist für uns eine außenpolitische Priorität. Wir haben Deutschland immer als die Brücke zwischen West und Ost in Europa verstanden, und zwar nicht nur in der Europäischen Union, sondern darüber hinaus. Und diesen Weg werden wir konsequent weitergehen und sehr eng kooperieren mit den Ländern der östlichen Partnerschaft. Das wird die neue Bundesregierung genauso fortsetzen, wie das bei der bisherigen der Fall gewesen ist. Vielen Dank. Herr Minister, Herr Borrell hat am Wochenende bereits